Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, stehen wir hier in meinem Badezimmer. Ich habe nämlich heute für euch das Badezimmer-Roomtour-Video. Im letzten Baustellen-Video habt ihr gesehen, wie quasi aus dem alten Badezimmer das wunderschöne neue geworden ist. Und ich habe euch schon ein bisschen die Möbel gezeigt. Aber heute seht ihr nochmal alles richtig ganz genau. Wie habe ich alles verstaut? Wo habe ich was stehen? Was ist im Hochschrank drin? Was ist im Seitenschrank drin? Also heute gibt es nochmal quasi so einen speziellen View da drauf. Wir fangen mit dem schönsten Schmuckstück an, dem Spiegelschrank, in dem ihr nämlich gerade steht. Ich nehme euch mal hier raus und drehe euch mal um. So schaut mein Spiegelschrank aus, wenn er geöffnet ist. Und wie ihr seht, habe ich hier mega, 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 mega viel Stauraum. Also ich bin einfach super begeistert. Und nicht nur vom Stauraum. Wie ihr seht, habe ich hier oben eine mega krasse Beleuchtung. Das heißt, ich kann mich hier schminken und habe keine Make-up-Ränder mehr. Das war ein ziemlich großes Problem beim alten Badezimmer. Und mit diesem super tollen Licht habe ich mir das Ganze einfach jetzt erspart. Ich habe auch hier an den Seiten, einmal hier links und einmal hier rechts, nochmal so eine krasse Beleuchtung, die ich ein- und ausschalten kann, wie ich sie halt brauche. Und kommen wir dann natürlich zu dem super tollen Stauraum, der sich hier an den Türen befindet. Also ich muss ehrlich sagen, ich meine, wie viele Frauen habe ich natürlich auch ziemlich viele Produkte. Und ich finde, Geberit hat das richtig perfekt gelöst mit diesen Stauräumen hier drinnen. Also das ist einfach richtig gut aufbewahrt im Spiegelschrank, aber trotzdem versteckt und es ist einfach alles ordentlich. Und wie ihr seht, habe ich hier oben meine ganzen Fläschchen drinnen, die zu hoch sind, die jetzt da oder da nicht reinpassen. Dann hier unten habe ich so die mittleren Sachen und im untersten Fach habe ich mir Sachen reingetan, die ich öfter nutze, wie zum Beispiel meine Deos oder mein Gesichtsöl, welches ich unter dem Make-up benutze. Und meine Slip-Einlagen habe ich auch hier drinnen. Das sind sie, finde ich, gut versteckt, nicht so hier präsent für Besucher zu sehen, sondern sie sind einfach hier drinnen und sie passen hier einfach so perfekt rein. Deswegen habe ich mir gedacht, das muss ich einfach so hier für mich nutzen. Dann kommen wir hier zur rechten Seite, zu Papas Seite. Der hat diese Seite bekommen, weil hier nur ein kleineres Fach ist und der Papa hat ja nicht so viele Sachen wie ich. Deswegen habe ich das dem Papa gegeben. Und hier habt ihr auch vielleicht schon gesehen, auf der rechten Seite ist so ein Vergrößerungsspiegel. Dann haben wir hier unten im Spiegelschrank hier nochmal so eine Ablagefläche. Da habe ich zum Beispiel meine ganzen großen Gesichtsmasken reingetan, die ich sonst nirgends reinstellen könnte. Und hier ist für unsere elektrische Zahnbürste dieser Anstecker, den habe ich hier platziert, weil hier unsere Steckdose ist. Ist das nicht mega cool? Wir haben hier eine Steckdose schon mit eingebaut und hier unten, wie ihr sehen könnt, ist nochmal für Handy so ein USB-Stecker. Da könnt ihr euer Handy mit ins Badezimmer nehmen. Und unter dem Spiegelschrank, das gehört eigentlich auch noch zum Spiegelschrank dazu, also wenn ich diese Türen jetzt zumache, dann verschwindet das hier. Das zeige ich euch mal. Also das ist jetzt zu. Und dann haben wir hier noch diese offene Ablagefläche. Hier bewahre ich Sachen auf, die ich wirklich mehrmals am Tag nutze. Wie zum Beispiel meine Gesichtscreme, meine Augencreme, Handcreme, nochmal eine Gesichtscreme. Dann habe ich hier meine Parfums. Dann haben wir hier auf der rechten Seite so einen Seitenschrank. Den habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Was mir bei den Schränken übrigens sehr, sehr gut gefällt, sieht man glaube ich auch jetzt hier, dass hier einfach so ein Glas ist und dieses Glas gibt dem Ganzen, wenn so Licht und so reinscheint, nochmal so einen richtigen modernen und schönen Touch. Also ich liebe das mit dem Glas, dann spiegelt man sich auch ein bisschen da drin und das haben wir halt hier überall. Hier drinnen im Seitenschränkchen habe ich gewisse Sachen verstaut, die wir für die gesamte Familie nutzen. Hier ist so wirklich Papa und Mama und hier ist nochmal die gesamte Family, also Sachen, die gesamte Familie benötigt, wie zum Beispiel sind hier unsere Zahnbürsten, wie ihr sehen könnt, Zahnpasta, Mundspülung, Bohrstäbchen. Hier drinnen habe ich so Nagelklipser und Nagelschere, Zahnseide, auch noch so Zahnseide, nochmal eine andere Zahnpasta, Papas Haarschneidemaschine und so diverse Sachen, die man wirklich nicht immer benötigt, Nagellackentferner oder so Skifahrcreme, Sonnencreme, also so, ja, wie gesagt, Sachen, die man halt jetzt nicht so oft verwendet oder besser gesagt die gesamte Familie drauf zugreifen möchte. Und hier im Seitenschrank haben wir sogar noch einen Spiegel, den finde ich auch super praktisch, weil
wenn hier voll Haus ist und die gesamte Familie hier im Badezimmer steht, könnt ihr euch vorstellen, dass hier schon die Kinder zum Beispiel stehen und dann stelle ich mich dann mal hier hin und schminke mich hier oder mache mich hier fertig. Dann kommen wir hier zu unserem wunderschönen Waschtisch. Ich liebe diesen Waschtisch. Der ist weiß. Ihr wisst ja, unser alter Waschtisch war schwarz und ich würde mir nie wieder einen schwarzen holen. Ich liebe den. Und das Coole an dem, der ist modern. Der ist nämlich ganz, ganz dünn. Das ist ein richtig stylischer Waschtisch. Der ist nämlich so dünn. Das ist zurzeit richtig im Trend. Ja, dann schauen wir mal, was unter dem Waschtisch ist. Hier habe ich so gewisse Sachen aufbewahrt, die zum Beispiel die Badezimmerspielsachen der Kinder, also die Badewannenspielsachen der Kinder, die habe ich hier drinnen in dieser Schüssel, in dieser kleinen Wanne. Wenn die Kinder baden, dann hole ich das einfach raus und stelle es dorthin und dann kann ich schön damit spielen. Und das ist immer hier immer schön verstaut und das liegt nicht so offen rum. Ich mag das nämlich überhaupt nicht. Ja, dann habe ich hier auch so meine Haarstyling-Sachen wie zum Beispiel Föhn, Glätteisen, Haarbürsten, Färbesachen. Einwegrasierer. Hier sind auch nochmal so die Nachfüllpackungen der diversen Sachen, die so im Badezimmer rumstehen, wie zum Beispiel Flüssigseife, dann hier für meinen Abschminkpads zweimal, dann habe ich hier auch noch so Ersatzzahnputzköpfe, ja, und so halt Sachen, die man fürs Baden braucht, für die Babys. Ja, und nochmal hier Seife, wie ihr sehen könnt. Und dann kommen wir schon zu meinem Schmuckstückchen. Das gehört hier nur mir, wie ihr sehen könnt. Hier ist nämlich so ein extra Rausziehfach drinnen. Das ist so versteckt quasi. Und hier bewahre ich meine ganzen Make-up-Sachen drin, wie ihr sehen könnt. Und ich liebe das so sehr. Ich habe das wunderschön eingeteilt, wie ihr sehen könnt. Habe ich hier meine ganzen Pinsel und noch so andere diverse Krams, wie zum Beispiel Rasierer oder irgendwelche andere Pfeilen, aber hauptsächlich meine Pinsel sind hier drinnen und hier habe ich das Ganze nochmal unterteilt. Hier habe ich so Make-up, Concealer Sachen, hier habe ich meine ganzen Lippenstifte und Lippenpflege und hier kommt auch dann so Augenbrauenstifte und diverse, ja, Stiftchen für Lippen und Mascara, die ich aber in letzter Zeit gar nicht mehr nutze wegen meinen Lashes. Das Schwämmchen, das gehört eigentlich auch da rein und da habe ich dann meine ganzen Highlighter-Sachen und Contouring-Sachen, aber da kommt das Puder rein und das kommt hier auch rein. Und hier auf der rechten Seite habe ich dann die ganzen Lidschattenpaletten, die ich so zurzeit verwende. Und ja, ich habe schon ein bisschen ausgemistet, das ist so quasi das, was ich wirklich immer nutze oder meistens nutze. Und ich liebe das so sehr, ich kann das halt immer so rausfahren und es stört mich nicht. Und ich kann es auch wieder zumachen, wenn ich da was anderes rausbrauche, wie ihr sehen könnt. Ja, so schaut es hier unter dem Waschtisch aus. Hier neben dem Waschtisch haben wir uns für einen Seitenschrank entschieden. Das ist auch so ein Schrank, den man quasi hier ausziehen kann. Hier haben wir nochmal so richtig klasse Verstaumöglichkeiten für, wir haben uns halt in diesem Fall für Handtücher hier entschieden. Hier kommen halt die großen Duschtücher rein, die wir halt, ja, zum Duschen verwenden oder zum Abtrocknen nach dem Duschen verwenden. Dann habe ich diese Lade hier oben für mich genutzt. Hier habe ich nochmal so, ja, meine Damenartikel hier hergestellt. Und dann habe ich hier noch Windeln für die Luisa. Ja, falls ich sie nach dem Duschen, Baden sofort wickeln möchte hier im Badezimmer, dann habe ich hier die Windeln für sie. Und das Coole an den Laden ist, wenn ihr die so fest reinhaut, dann haben die so eine Federung. Ja, auch ziemlich praktisch und sie knallen halt nicht so volle Wäsche hinein. Was auch cool ist, hier diese Ablagefläche, weil hier stecke ich meinen Föhn oder mein Glätteisen dran oder mein was auch immer und ich finde das super, dass man hier das herstellen kann und ja, quasi nichts auf den Möbeln verbrennt oder kaputt machen kann, weil das hier dieses Glas ist und ich finde das richtig gut. Und ja, wir brauchen alle irgendwie eine Ablagefläche, finde ich, im Badezimmer. Hier am Waschtisch ist halt nicht mehr so viel Platz und auch nicht so wirklich ideal und deswegen fand ich diesen Schrank hier daneben super ideal. Wie man merkt, wir haben echt viele Sachen im Badezimmer, aber ich glaube, das ist ganz normal für einen 6-Personen-Haushalt. Deswegen haben wir hier nochmal einen Apothekerschrank, der ist richtig Gold wert. Ich zeige euch mal, wie ich den hier aufgeteilt habe, weil das habe ich mir natürlich mit System quasi ausgedacht.
Hier unten sind die ganzen Duschgele und Haarshampoo. Und ich habe das hier so nach Personen eingeteilt. Hier unten, wie man vielleicht erkennen kann, ist so die Mädchenreihe. Das sind die ganzen Shampoos, Duschgele der ganzen Mädchen und samt Luisa natürlich mit ihrem ganzen Baby-Shampoo-Zeug drinnen. Dann hier oben ist der Papa mit dem Patrick. Die teilen sich hier dieses Fach hier mit Duschgel und Shampoo. Und hier oben ist natürlich dann mein Fach. Das ist natürlich rammelvoll. Ich als ein Person habe viel mehr als alle zusammen, aber ich glaube, das ist irgendwie so Standard, oder? Also bei uns zumindest. Und hier oben haben wir dann nochmal unser ganzes Klopapier reingetan. Ich finde, das ist ziemlich praktisch, wenn mal hier das Klopapier ausgeht, dass wir es da hier oben schnell quasi Ersatz bei der Hand haben. Und ich liebe den Apothekerschrank. Also ich muss ehrlich sagen, diese Unterteilung mit den Personen, das war eigentlich meine beste Idee. Und ich habe das so gedacht, dass es praktisch ist, wenn es hier ist, weil hier ja schon gleich die Dusche ist. Das heißt, man muss jetzt nicht so einen extrem langen Weg hier ja vonstatten machen, wie ihr sehen könnt. Ja, dann, was noch natürlich zum Badezimmer dazu gehört, auf was ich letztes Mal gar nicht so wirklich eingegangen bin, ist die Wanne. Viele hatten ja geschrieben, na, die Wanne war früher größer. Das sage ich euch, nein, nein, das wirkte nur so, weil natürlich früher war die Wanne so ungefähr, bis da, glaube ich, und sie wirkte länger, weil das Bad länglich ist und natürlich das mit dem länglichen hier, mit der Platzierung, wirkte es länger, aber die Badewanne ist gleich. Von der Länge her ist sie gleich lang, nur durch das, dass sie jetzt hier quasi so im Raum stehen, über die Breite, hat man das Gefühl, dass sie kleiner ist, aber ich sag's euch, sie ist nicht kleiner. Es ist auf jeden Fall noch voluminöser. Hier dieser Raum drinnen ist sowieso noch mal viel, viel breiter und hat viel mehr Platz zum Baden. Ich liebe die neue Wanne. Muss ehrlich sagen, auch mit der Platzierung hier so, war einfach die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Die Aqua Clean Toilette habe ich euch ja im letzten Video schon ausführlich gezeigt. Falls es euch interessiert, könnt ihr nochmal in der Infobox euch reinklicken und das euch nochmal anschauen. Was wir noch nicht haben, weil wir uns nicht entscheiden können, ist irgendwie eine Möglichkeit, das Toilettenpapier anzubringen. Aber ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Und ja, hier haben wir eine Klobürste für die Leute, die das vielleicht interessiert. Ja, meine Lieben, ich glaube, ich habe euch das Badezimmer jetzt nochmal ganz ausführlich gezeigt. Und wie gesagt, falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne unten in die Infobox reinpacken. Ich werde euch das nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. In der Infobox findet ihr nochmal den Link zu meiner Landingpage von Geberit. Da findet ihr alle Produkte, die ich euch hier gezeigt habe, nochmal verlinkt. Die Maße und auch die Namen und die Farbwahl und so weiter und wo ihr das auch herbekommt. Dann auch Links zu den Showrooms, falls ihr euch auch für ein Geberit-Badezimmer entscheiden möchtet. Kann ich euch empfehlen, schaut auf jeden Fall in den Showroom vorbei. Da könnt ihr euch die ganzen Sachen wirklich mal anschauen. Ihr könnt es leben. Bei uns war das auch so, dass der letzte Punkt dann auch wirklich, also die letzte Entscheidung dann im Showroom getroffen worden ist. Wir haben natürlich schon online ein bisschen geguckt, aber das letzte i-Tüpfelchen war einfach nochmal so der Showroom. Der hat uns nochmal das Ganze hier aufgebaut, gezeigt und wie das Ganze so wirkt. Und kann ich euch auch wirklich empfehlen. Schaut auf jeden Fall unten in der Infobox bei der Landingpage von mir, von Geberit vorbei. Dort ist alles verlinkt. Ja, und wie gesagt, falls ihr Fragen habt, dann scheut nicht und fragt ruhig. Ich werde euch, wie gesagt, alles beantworten, soweit ich es weiß. Und ich danke euch fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!